Hi Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Hörbuches der Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keine Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 20: Der Wolf im Fuchsbau. Dicke, flauschig aussehende Schneeflocken kündigten die kalte Jahreszeit an. Vor fast 4 Monaten war Voldemort besiegt worden. Kaum war ein wenig Alltag eingekehrt, stand auch schon wieder das Weihnachtsfest vor der Tür, welches man das erste Mal seit langer Zeit ohne Furcht vor Angriffen feiern konnte. Es mochte sich seltsam anhören, aber für viele kam Weihnachten in diesem Jahr überraschend schnell. Hogsmeade und die Winkelgasse waren völlig überfüllt mit Leuten, die Geschenke für ihre Lieben kauften. Präsente zu besorgen zählte zu den familiären Angelegenheiten, die man im Hause Weasley gemeinsam erledigte. Harry hatte sich im Fuchsbau mit seiner Wahlfamilie und den Grangers getroffen, um mit ihnen gemeinsam die Winkelgasse zu besuchen. Am Tisch sitzend unterhielt sich Harry angeregt mit Hermine und ihren Eltern über technische Neuigkeiten auf dem Muggelmarkt. Hermine schwärmte von einem Laptop, redete sich den Gedanken aber schnell wieder aus, weil sich Magie und Muggeltechnik nur schwer vereinbaren ließ. Sie müsste ständig bangen, dass ihre Festplatte gelöscht würde, nur weil jemand in der Nähe einen Aufrufezauber anwandte. Ginny, Fred und George erzählten sich schlüpfrige Witze und lachten gemeinsam, während Arthur immer wieder abwechselnd zur Tür und auf die Uhr schaute. Ron und Molly fehlten noch. Dann und wann erhaschte Harry einen Blick auf Ginny. Er mochte es, wenn sie lachte. In den letzten Jahren gab es wenig Grund dazu. Ginny und er kamen wie immer gut miteinander aus. Dennoch war stets eine kleine Spannung zu spüren, die allen anderen nicht entging, besonders nicht Hermine. Sie bemerkte seine Blicke und lächelte ihm zu, als er sich von ihr ertappt fühlte. Die jüngste Weasley war, wie er es erfahren hatte, seit längerem mit einem jungen Mann liiert, der dieses Jahr jedoch bei seinen Eltern in Spanien Weihnachten feiern wollte. Ginny schien deshalb sehr betrübt zu sein, aber Harry hütete sich, nachzudenken. Er wollte nichts von ihrem Freund wissen. Damals musste Harry ihr sagen, er würde keine Beziehung mit ihr wünschen, weil er befürchtete, Voldemort könnte sie als Druckmittel gegen ihn einsetzen. Ihre Wege trennten sich daraufhin nicht nur räumlich. Das war einer der schwersten Momente in Harrys Leben. Die beiden waren nichts weiter als Freunde und würden es immer bleiben, redete sich Harry jedes Mal ein, wenn er Ginny sah. Unterstützung erfuhr Harry von Hermine. Sie hatte ihn nicht nur stets über Ginnys Bekannte in Kenntnis gesetzt, sondern ihm auch in all der Zeit vor Augen geführt, dass sie mit keinem der jungen Männer lange zusammenblieb. Anständig wie Harry war, wollte er warten, bis auch die aktuelle Beziehung in die Brüche gehen würde. Ron war endlich gekommen und setzte sich neben Harry. Er blickte zu seiner Schwester, dann zu seinem besten Freund, bevor er ihm ins Ohr flüsterte. Warum redest du, Idiot, nicht mit ihr? Das habe ich dir schon mal gesagt, winkte Harry ab. Es kam nicht in Frage, Ginny den Hof zu machen, während sie noch einen festen Freund hatte. Ich sagte ja auch reden, nicht unter den Rock fassen. Ron! Mahnte diesmal Hermine. Sie hatte ein gutes Gehör. Außerdem war sie der Ansicht, dass es mit Ginnys Freund nicht lange gut gehen würde. Hermine kannte ihn. Er war langweilig. Trotz seines Amtes als Minister hatte sich Arthur die Freiheit genommen, an diesem Donnerstag erst spät im Ministerium zu erscheinen. Weil ihm das Warten auf Molly zu viel wurde, setzte er sich ebenfalls neben Harry. Harry, ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe dich für den Orden des Merlin erster Klasse vorgeschlagen.
Arthur lächelte breit. Was sagst du dazu? Die Hitze in seinem Gesicht kündigte an, dass sein Gesicht gerade dabei war, die Haarfarbe der Weasleys anzunehmen. Bisher hatte er sich nach Voldemorts Sturz erfolgreich von der Außenwelt abgekapselt, war somit sämtlichen Journalisten aus dem Weg gegangen, weil er Hogwarts gar nicht erst verließ. Vor dem anstehenden Besuch in der Winkelgasse hatte er bereits Muffensausen, auch wenn Auroren sie begleiten würden. Würde man ihm den Orden des Merlin verleihen, gäbe es eine riesige Veranstaltung mit Hunderten von Menschen, Reportern und Situationen, die Harry lieber meiden wollte. Um alles in der Welt wollte Harry solche Aufmerksamkeit umgehen. Ach, weißt du, Arthur, mit einer Hand fuhr er sich durch schwere Haar. Ohne Dumbledore und Snape hätte ich das gar nicht geschafft. Wir drei zusammen waren es. Ich käme mir schäbig vor, sollte man mich ganz allein für Voldemorts Sturz ehren. Auf den Kopf gefallen war Arthur nicht. Wegen der Ehrung fühlte sich Harry nicht so unwohl, dass er den Orden von vornherein ablehnte. Ansonsten hätte Harry gerade eben die Möglichkeit dazu gehabt. Es war die Aufgabe des Ministers, in den Augen der Öffentlichkeit das Richtige zu tun. Eines davon war der Merlin-Orden. Die Menschen wollten, dass der an Harry geht. Arthur war klar, dass Harry nie zu denjenigen gehört hatte, die viel Wert auf Ruhm legten. Im Gegenteil, Harry wollte immer im Hintergrund bleiben. Damals wie auch heute. Ihm einen Orden zu verleihen, wäre in diesem Fall nur möglich, wenn gleichzeitig auch seine alten Phönix-Ordensmitglieder, Albus und Severus, einen bekommen würden, um Harrys Sinn für Gerechtigkeit zu befriedigen. Arthur lächelte und dankte Harry nur in Gedanken für diesen Vorschlag. In Begleitung von 4 Auroren, die scheinbar nur den Minister beschützten, in Wirklichkeit aber auch auf Harry Acht gaben, machte man sich auf in die Winkelgasse. Arthur war der Einzige, der die Zeit nicht ausschließlich damit verbrachte, nach Geschenken zu schauen. Ihm hatte sich eine Problematik offenbart, die es zu lösen galt. Severus einen Orden zu verleihen, könnte für einen gesellschaftlichen Aufruhr sorgen. Natürlich wäre es für Arthur als neuer Minister politisch klug, dem Retter der Welt einen Orden zu überreichen. Niemand würde dagegen protestieren, würde er gleichzeitig Albus einen Orden überreichen, auch wenn das nicht sein erster wäre. Bedenken hatte Arthur bei Severus. Ihm selbst musste niemand beteuern, dass der Mann für die richtige Seite gekämpft hatte, sogar auf das eigene Leben im weitesten Sinne verzichtete, um seiner Aufgabe nachzukommen. Natürlich hatte er im Ministerium die Akten über das Verhör von Severus und dem jungen Malfoy gelesen. Er war immerhin selbst dabei gewesen, erinnerte sich Arthur, als diese 3 mächtigen Zauberer den Dunklen Lord endgültig ins Jenseits beförderten. Ohne mit der Wimper zu zucken, würde er Severus die gleiche Ehre erweisen wie Harry und Albus. Aber es war unklar, wie die Öffentlichkeit darauf reagieren würde. Es war nicht zu leugnen, dass es sich bei Severus um einen Ex-Todesser handelte. Um einen zwielichtigen Spion. Um einen jahrelang gesuchten Mörder von dem angesehenen Schulleiter Albus Dumbledore. Diesen Mann mit einem Orden des Merlin zu ehren, war gewagt. Die Öffentlichkeit hatte sich über 5 Jahre lang ein Bild von Severus Snape gemacht. Das war dank der Medien, die ihn in ein schlechtes Licht gerückt hatten, kein gutes. Allein das dunkle Mal an Severus' linkem Unterarm löschte jede gute Meinung über ihn aus. Dieses Zeichen zu tragen, war ein Sinnbild allen Übels, das nicht einmal mit Dumbledores Auftauchen vergessen werden konnte. Allerdings, so schlussfolgerte Arthur für sich, würde die Gesellschaft den berühmt-berüchtigten Severus Snape bestimmt nicht angreifen, weder verbal noch handgreiflich, wenn er neben so bekannten Persönlichkeiten wie Harry Potter und Albus Dumbledore auf der Bühne stehen würde. Wenn die beiden größten Zauberer der Welt einem Mann wie Severus Snape großes Vertrauen entgegenbrachten, sollte dies der Zauberergesellschaft entsprechend Zuversicht vermitteln. Arthur war zu einem Entschluss gekommen,
und ließ weitere Gedanken über eine Ordensverleihung für heute ruhen, um sich den Weihnachtsgeschenken zu widmen. Ohne selbst etwas gekauft zu haben, war er bereits um 28 Galeonen ärmer, wie Molly es ihm mit vielen Taschen in den Händen und einem Lächeln mitteilte. Für die Weasleys und Hermine hatte Harry im Vorfeld bereits Geschenke besorgt. Problematischer war die Geschenkauswahl für Sirius. Es sollte etwas Persönliches sein, was seinem Paten auch gefallen würde. Erst da fiel ihm auf, dass er Sirius nicht sehr gut kannte. Er wusste kaum von seinen Vorlieben oder Freizeitbeschäftigungen. Anne ein Geschenk zu machen, war noch schwieriger. Dankbar war er Hermine, denn sie gab den rettenden Hinweis. Süßigkeiten aus der Zaubererwelt wären für einen Muggeln harmlos, solange sie sich nicht selbstständig bewegten oder gar zurückbissen. Nach kurzer Zeit fand er in einer vor 2 Jahren eröffneten Konfiserie, ähnlich dem Honigtopf in Hogsmeade, Gefallen an einer weißen Katze mit schwarzen Flecken, die aus Massivschokolade gefertigt war und aus dem berühmten Haus Wonka stammte. Für Dumbledore hatte er erst letzte Woche eine Schachtel Pralinen aus der Schweiz für etwa 85 Euro besorgt. Es handelte sich nicht nur um eine kulinarische Köstlichkeit der Muggel. Das Besondere war, das stand auch in der Zutatenliste, die Lebensmittelfarbnummer E175. Die 8 länglichen Pralinen waren nämlich mit essbarem Blattgold überzogen. Harry wettete, dass selbst Dumbledore so etwas noch nie genascht hatte. Dennoch kaufte er zusätzlich ein paar dicke handgestrickte Wollsocken, weil sie ihm erstens gefielen und er sich zweitens dunkel daran erinnerte, dass sein Direktor in der Vergangenheit einmal erwähnte, er würde sich nichts sehnlicher wünschen. Harry fragte sich die ganze Zeit, während er für all seine Freunde Geschenke besorgte, ob er auch Snape ein Geschenk machen dürfte, wo der doch schon den Nesselwein ablehnte. Er rechnete nicht damit, eines von ihm zu erhalten, aber das war in seinen Augen nicht notwendig. Man schenkte nicht, um im Gegenzug eine Aufmerksamkeit zu erhalten. Harry machte Geschenke, wenn er der Meinung war, jemand hätte es verdient, und Snape hatte es definitiv verdient. Nach einigen Stunden verließ Harry zusammen mit den Weasleys und seinen Freunden die Winkelgasse, mit vollen Tüten und Taschen in der Hand. Die Weasleys luden am nächsten Tag zum Essen ein, worüber sich Harry besonders freute. In dem Moment, in welchem Harry den Kamin des Fuchsbaus betrat, um zurück nach Hause zu flohen, klopfte in Hogwarts eine Eule an die Oberlichter von Severus' Büro. Nachdem er das Tier eingelassen hatte und den Brief entnommen hatte, gab er dem Vogel zunächst einen Eulenkeks, bevor er den Umschlag öffnete und las. Sehr geehrter Professor Snape, ich bitte um ein persönliches Treffen mit Ihnen, da meine gesammelten Informationen zu umfangreich für einen Brief wären. An den nächsten Wochenenden habe ich noch nichts vor. Mit freundlichen Grüßen, Hermine Granger. Severus las den Brief 2-mal und entschied sofort, eine Antwort zu verfassen, während die Eule wartete. Er dachte nur kurz nach und griff dann zu seiner Feder. Sehr geehrte Miss Granger, diesen Freitag zu 19 Uhr in meinem Büro in Hogwarts. Hochachtungsvoll, Severus Snape. Kaum hatten Hermine und Ron ihr Heim betreten, kam auch schon eine Eule angeflogen, und zwar die gleiche, die sie erst vor kurzem aus einer kleinen Postfiliale in der Winkelgasse an Professor Snape abgeschickt hatte. Sie war erstaunt, dass Snape ganz offensichtlich sofort auf ihren Brief reagiert hatte. Sie las das Schreiben 2-mal und stöhnte, denn sie hatte nicht damit gerechnet, dass er sie gleich morgen sehen wollte, frühestens Samstag. Jetzt müsste sie Ron beibringen, dass sie doch nicht mit zu seinen Eltern kommen könnte. Allerdings wäre dies auch nicht ganz so schlimm, denn sie besuchten die Weasleys sehr häufig. Am nächsten Tag hatte Hermine gleich morgens allen Weasleys Bescheid gegeben, dass sie heute leider nicht zum Essen kommen würde. Der einzige Weasley, dem das gar nicht gefiel, war Ron. »Musst du unbedingt zu Snape? Wir waren mit meinen Eltern verabredet!« meckerte er. Hermine nahm es gelassen und sagte in neutralem Tonfall. »Solche Termine laufen doch nicht weg, Ron. Es wird niemand daran zugrunde gehen, wenn ich ein einziges Mal nicht dabei bin.«
Schnaufend erwiderte Ron. Harry ist heute auch da. Er kommt nicht mehr so häufig zu uns, seit er in Hogwarts wohnt. Und du wirst ihn nicht sehen können. Hermine rollte genervt mit den Augen und konterte. Ron, es ist wirklich genug. Wir sehen deine Eltern am Dienstag und am Donnerstag nächster Woche. Und Harry können wir besuchen, wann immer wir möchten. Dieser eine Freitag, Ron, ich bitte dich. Abends, 5:07, stand Hermine mit 2 schweren Taschen vor der Tür zu Professor Snapes Büro. Sie klopfte und die Tür öffnete sich augenblicklich. Miss Granger, grüßte Professor Snape kühl. Er ließ sie ein. Um Phrasen zu vermeiden, stellte er kurz und knapp fest. Ich sehe, es geht Ihnen gut. Erst stellte Hermine die beiden Taschen ab, wo sie ihm ihre zierliche Hand entgegenhielt und mit einem Lächeln grüßte. Professor Snape, es freut mich, Sie zu sehen. Er ergriff ihre Hand und schüttelte sie kurz, aber kräftig. Im Anschluss sprudelte es ihr heraus. Es freut mich wirklich. Ich bin froh, dass alles so gekommen ist. Sie war froh, dass er Dumbledore nicht getötet hatte, dass er am Leben war, dass er sich um den auf die schiefe Bahn geratene Draco Malfoy gekümmert hatte, auch wenn sie ihn immer noch nicht leiden konnte, und dass er mit Harry und Dumbledore zusammen Voldemort vernichtet hatte. Aber das alles behielt sie für sich. Auf ihre Worte hin erwiderte er nichts und machte ihr somit klar, dass er sie nicht zum Kaffeekränzchen eingeladen hatte. Wie ich sehe, sind Ihre Recherchen in der Tat umfangreich, sagte Snape, der auf die beiden Taschen zeigte. Während Hermine deren Inhalt auf dem Tisch ausbreitete und ihre Notizen und die mitgebrachten Bücher in ihrer eigenen Vorliebe für Ordnung und mit ihrem Sinn für Überblick positionierte, sagte sie: Professor, der Patient, den Sie im Brief erwähnten, Sie schrieben, die Symptome zeigen sich nur ab und an. Wissen Sie, wie häufig das bisher geschehen ist, dass er Personen nicht sehen konnte? Snapes schwarze Augen huschten über die vielen Buchdeckel. Er las Titel wie Dissoziative Bewusstseinsstörung, Theorie, Symptomatik, Therapie und Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Letzteres nahm Snape mit skeptischem Blick in die Hand und drehte es. Der Autor war Neurologe. Der Titel klingt vielleicht komisch, aber es war mir sehr hilfreich, sagte Hermine, die seinen kritischen Blick bemerkt hatte. Alles in allem waren die Bücher, deren Titel er überflog, über Muggelkrankheiten des Verstandes. Ohne sie anzusehen, antwortete er etwas verspätet. Soweit mir bekannt ist, hatte der Patient nur ein einziges Mal das beschriebene Problem. Ich war Zeuge. Der Patient war kurz nach Eintreten dieser Merkwürdigkeit mit mir und einer weiteren Person in meinen Räumen, versicherte jedoch, nur mich wahrnehmen zu können. Es wäre jedoch gut möglich, dass dies schon mehrmals geschehen ist, aber dass der Patient davon keine Kenntnis hatte. Ihre Gedanken überschlugen sich. Der mysteriöse Patient, über dessen Identität sie schon seit Erhalt des ersten Briefes lange nachgegrübelt hatte, konnte ihres Erachtens nur jemand sein, der in Hogwarts wohnte. Bis auf Draco und Harry würden sich ihrer Meinung nach jeder andere in ein Krankenhaus begeben, bis die Ursache für diese Phänomene gefunden wurde. Hermine wusste, dass Snape und Malfoy Junior sich häufig sahen, aber sie wusste auch davon, dass Harry täglich mit Snapes Hund spazieren ging. Die beiden jungen Männer standen ihm nahe, und einer von ihnen musste der Patient sein, von dem Snape immer sprach. Auf gut Glück versuchte sie endgültig herauszubekommen, um wen es sich handelt. Es war eine 50-50 Chance. Und wie kommt Harry damit klar? Snape blickte sie mit unergründlicher Miene an. Sie bemerkte, dass eines seiner Mundwinkel einen Augenblick später ein halbseitiges Lächeln zu formen versuchte. Ich habe mich bereits gefragt, ob Sie es nicht längst herausgefunden haben. Mr. Potter möchte offenbar nicht, dass jemand davon erfährt, weil es bisher nur ein einziges Mal geschehen ist. Zumindest das eine Mal, von dem er wusste. Das ist jetzt beinahe 4 Monate her. Was haben Sie alles schon getan, Professor Snape? Ihn auf Flüche getestet? Er nickte. Das Mungus
hat mir Kopien der Krankenunterlagen zukommen lassen. Weil sie einen überraschten Gesichtsausdruck machte, klärte er sie zu seiner Sicherheit auf. Ich hatte Potters Erlaubnis. Hermine spitzte ihre Lippen. Keine Flüche also. Jedenfalls keine Bekannten. Leidet er noch an anderen Dingen? Schwindel, Übelkeit, Schlafstörungen? Soweit ich weiß nicht. Ich könnte ihn herrufen. Bot Professor Snape an. Er ist nicht da. Wir waren heute bei den Weasleys eingeladen. Und warum sind sie dann hier? Wenn ich Ihnen schreibe, ich hätte an den kommenden Wochenenden nichts vor. Und dann würde ich doch den ersten Termin von Ihnen absagen? Sie schüttelte den Kopf. Wie sieht das denn aus? Es lag nicht in meiner Absicht, Sie Ihrer sozialen Verpflichtungen zu berauben. Nein, ist schon in Ordnung. Dann danke ich Ihnen, dass Sie die Wichtigkeit der Thematik erkannt und den Termin wahrgenommen haben. Darf ich Ihnen vielleicht einen Wein anbieten? Mit Hilfe seines Zauberstabes rief er zwei Gläser und eine Flasche Elfenwein an den Tisch. Beim Anblick der Flasche musste Hermine grinsen, weil sie das Objekt gut kannte. Snape bemerkte ihre Reaktion, doch bevor er etwas sagen konnte, erklärte sie in einem amüsierten Tonfall. Sie hätten ihn sehen sollen, als er ihren Heuler bekommen hat. Er sah aus, als hätte er ein Nahtoderlebnis. Der Kommentar amüsierte ihn so sehr, dass er, es überraschte ihn selbst, auflachen musste. Ja, so wirke ich auf manche. Er erhob sein Glas. Auf die Recherche. Hoffen wir, einen guten Grund zu finden. Soweit zum heutigen Teil unserer Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Wenn ihr möchtet, gerne auch einen Kommentar, denn die Feedback Challenge ist immer noch on. Natürlich freuen wir uns auch über ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.